Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, wir sind hier im Schneegebiet des Minentals. Vor uns ist noch ein Eiswölfchen, das wir mal das Fell über die Ohren ziehen werden. Komm her, Viech. Bam, Katschanga. Ga, Changa, ga, ga, bang, boing, clash, jawohl. Unser heutiges Ziel, würde ich mal sagen, ist doch der Eisdrache. Ich hoffe halt wirklich sehr, dass wir zu ihm hin gelangen, ihn vielleicht sogar auch besiegen können. Schauen wir mal. Auf jeden Fall werden wir uns hier ein bisschen umschauen, denn wir möchten oder wir werden heute ein paar altbekannte Vollpfosten wiedersehen, die wir sehr gut von Onas Hof kennen. Und da vorne haben sie auch schon ihr Lager aufgeschlagen. Zwei zumindest. Bulko und sein Kumpel. Jetzt brat mir doch einen Storch. Auch auf der Suche nach Profit, was? Ich wusste es doch. Doch eine Söldnerseele. Hör zu, wenn du meinst, dass du hier absahnen kannst, dann bist du schief gewickelt. Ich war zuerst hier. Schon klar. Wer gibt schon gerne seine Beute her? Du sagst es. Verschwinde. Und wenn ich nicht gehe? Und wenn ich nicht gehe? Jetzt spiel ja nicht den starken Mann, du Würstchen, sonst geht es dir wie den armen Schweinen, die da hinten tot im Schnee liegen. Waren das deine Leute? Das waren deine Leute? Jetzt nicht mehr. Ist kein großer Verlust. Die Idioten haben sowieso nichts getaugt. Freundlich. Was ist denn passiert? Was ist mit ihm passiert? Sie haben es nicht geschafft, an den dicken Eisriesen da hinten vorbeizukommen und sind von ihnen überrannt worden. Wenn du so ein harter Bursche bist, warum versuchst du es nicht mal? Ja, wie denn? Es geht sich halt gerade nicht aus. Und warum räumst du sie nicht weg? Warum räumst du sie nicht selbst weg? Komm, komm, jetzt blass dich mal nicht so auf. Wenn du mich fragst, hast du die Hosen gestrichen, voll. Ich könnte ihn verhauen, echt. Was springt für mich dabei raus? Was springt für mich dabei raus? Weiß nicht. Sagen wir 1000 Goldmünzen. Wow. Ist das nichts? Das ist viel. Was hast du davon, wenn ich das tue? Was hast du davon, wenn ich es tun würde? Es kann dir doch egal sein. Aber um deine Frage zu beantworten, ich will in die Eisregion. Dummerweise stehen mir diese verdammten Dinger im Weg. Ja. Und was willst du dort? Was willst du in der Eisregion? Du hörst nicht auf zu fragen, was? Na gut, ich werde es dir verraten. Hier, hinter diesen Felsen findest du ein Ödland aus Eis, wie du es noch nicht gesehen hast. Dort verbirgt sich ein Schmuckstück von einem Eisdrachen mit seinem fetten Hort. Den will ich. Also, was ist jetzt? Ja oder nein? Na gut, warum nicht? Na gut. Warum nicht? Dann beeil dich. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, verflixt. Und was ist mit dir? Was ist los? Was ist los? Verdammt kalt hier, Mann. Ich verstehe nicht, wieso Silvio ausgerechnet hierher wollte. Es gibt doch genug andere Gegenden hier, wo es was zu holen gibt. Oh, du arme Sau, ne? Naja, Scheimkleister, das müssen wir uns erst mit diesen Deppen herumschlagen. Das heißt, das ist mal ein Speichern wert. Wie stelle ich das an? Am besten wäre es echt, die Deppen mit Magie wegzubrennen. Eine Kombi aus Feuerregen und... Und was? Können wir einen von den beiden vielleicht sogar in Schlaf versetzen? Das wäre auch was. Die Golems will ich nicht hergeben. Das ist echt blöd. Ich probiere was.
Jetzt war der hier. So. Ach Gottchen. Dam di da. Und machen wir mal. Hui. Okay, das hat nichts gebracht, weil ich nicht nah genug dran stand, oder was? Der eine ist aber schon fast tot. Wow. Au, Mist. Wie gemein. Da muss ich... Okay. Laden. Es würde funktionieren. Habt's gesehen? Es würde funktionieren. Wie gesagt, Mana haben wir genug. Also nochmal. Ich muss nur von einem anderen Winkel herkommen tun. So, Feuerregen. Vielleicht von der Seite. Und jetzt. Feuer. Und Unwetter. Komm. Mist. Das dauert zu lange. Das Zaubern dauert viel zu lange. Aber es müsste so gehen. Es müsste irgendwie so gehen. Mäh. Mäh. Geh Dreck, verdammter. So. Das müsste irgendwie gehen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu weit ist. Nein. Ja, braucht einfach zu lange beim Casten. Boom, bam, Clash Chepper. Ja, ja. Ach, ist das blöd. Mit Feuerregen geht's ja recht gut. Vielleicht soll ich dann mal kurz ausweichen und dann... also zumindest mal einen Feuerregen abklingen lassen. Bam. Ein bisschen laufen. Huja, Karamit. Und jetzt dafür? Hat sich was gebracht? Nicht wirklich, ne? Aber doch. Einer ist gestorben. Komm, lass dich treffen von irgendeinem... Ach, wie schade. Es hätte hinhauen können. Ich bin, glaube ich, zu lange eingefroren, ne? Meine Güte, was für ein Pech. Warte, war das jetzt richtig? Nein, ich glaube, das war falsch. Das war der falsche Spielstand. Mist. Jetzt aber. Ja. Mist, verdammter. Da bräuchte ich noch glatt einen Zauberle. Irgendwas Kleines. Ich würde sagen, den Feuerball hier. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Achso, speiern sollte ich auch. So. Passt. Und laufen. Ja, war klar, ne? Ey, jetzt hat das einmal so schön... jetzt hat das einmal so schön hingehauen, ne? Und jetzt geht gar nichts mehr. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Das ärgert mich gerade voll. Ja, es braucht einfach zu lange beim Casten. Mist, 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 verdammter. Ich muss da echt eine große Runde laufen. Thank you.
Wow. Hat sie einen umgebracht? Nein. Mist. Wer ist hin? Wow. Ist nicht dein Ernst, ne? Das ist so gemein. Boah, ich hasse diese Eisgolems. So ein Dreck. Haha, nicht erwischt. Idiot, Idiot. Wow, lauf! Echt, du bist zum Scheißen so blöd. Ja, ja, ist schon gut. Es ist halt auch widerlich, dieses Eis ist halt widerlich. Befrei dich! Ach, du bist ein Ludel. Jetzt brauche ich den ganzen Part für diese Scheiße hier. Ah, weil alles andere zu schwach ist. Echt nervenaufreibend. Okay. Irgendwas hat da getroffen. Mach! Ist das nicht gemein? Ein Hand, ein, zwei Sekunden. Boah. Ihr geht mir auf die Nerven, ihr scheiß Golems. Für nix seid ihr, echt für gar nichts. Lauf, 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 lauf. Und jetzt müsste aber passen. Perfekt. Endlich. Alter, habe ich einen ganzen Part gebraucht? So gut wie. Tja, scheiß die Wand an, echt. Na, großartig, wirklich. Was für eine harte Nuss. Dann gehen wir unsere 1000 Goldmünzen abkassieren, ne? Aber ich glaube, da war noch ein Haken dabei. Die gibt uns, glaube ich, nicht so ohne weiteres. Dieser miese Kerl. Auftrag ausgeführt. Der Weg ist frei. Deine Eisriesen sind nicht mehr. Gute Arbeit. Dann lass doch mal sehen, was wir da haben. Moment. Was ist mit dem Geld? Alles zu seiner Zeit. Na, wunderbar. Hervorragend. Aber immerhin ist der Weg zum Eisdrachen frei. Das ist ja schon mal was. Ja. Müssen wir Gas geben. Ich hätte vorauslaufen sollen, ich Trottel. Weil der wird jetzt alle möglichen Viecher da bullen und ich glaube nicht, dass die für mich mitzählen. Mist. Hm, ich kann vorbeihuschen, das ist gut. Komm her, Wölfchen.
Hallo. Komm her. Ich glaube, da hinten ist nochmal ein Eisgolem. Kachanga. Wir sterben. Ja, ja, sie ist da nochmal so ein depperter Eisgolem. Komm her. Und Kachanga. Jawohl. So, weg mit diesen Viechern. Nichts. Ah, ist keines ihr Licht, aber es wollte sterben. Doch, doch, ich bin mir ganz, ganz sicher. Na, großartig, es sind da nochmal zwei. Immer dieses Räuspern. Immer noch zwei von diesen blöden Eisgolems. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Blöde Viecher. Ah, danke, Geronimo. Da müsste ich fast mit dem Sprint-Dings ran. Wow. Okay, so geht's auch. Kachanga. Perfekto. Gleich wieder speichern. Da liegt auch was versteckt. Da liegt was versteckt. Perfektes Deutsch. Und zwar eine Spruchrolle und ein Feldknöterich. Dann werden wir den da drüben auch noch schnell plätten. Ah. Nein. Wow. Kachanga. Komm her. Und nochmal Kachanga. Blöder Eisgolem, du Dreckiger. Jawohl, ja. Sehr schön. Perfekt. Das lief besser als gedacht. Sehr schön. Okay. Dann gehen wir weiter. Bevor wir mit Silvio sprechen, möchte ich gerne hier aufgeräumt haben. Kommst du her, jetzt zwei Deppen? Warum ist meine Waffe nicht da? Hallo? Ach Gott. Was war denn das jetzt? Ist ja unglaublich, ne? Habe ich eigentlich das richtige Zeugs an? Muss ich mal auch... Meine Güte, was wir Waffen haben. Ja, Krieger, passt. Behalt deine Waffe draußen, Herrschaftszeiten. Trottel. Kommt her, ihr Idioten. Kachanga. Komm. Jawohl, nochmal. Mach. Perfekt. Du gibst der Ruhe, du Arschgeige. Kachanga, komm. Mach schon. Jawohl. Idiotenverein da. So, wieder mal speichern. Ja, ihr merkt schon, ne? Kenner von Gotik wissen, dass wir hier im ehemaligen neuen Lager des Minentals sind. Und naja, hier sind alle ausgezogen, bis auf ein paar Monsterlein und eben einen Drachen. Ja. Oha. Ob ich jetzt zwei Wölfe überlebe? Ja, mal sehen. Also nicht, wenn die blaue Belia streikt. Wahrscheinlich. Würdest du bitte? Danke. Nein, bitte. Und Kachanga. Oder so. Perfekt. Sehr gut. Was haben wir da liegen? Einen Trank. Perfekto. Perfekto. Dann tun wir schnell was trinken tun. So, runter damit. Dasselbe auch hier.
Und ich sollte auch mal was reden, ne? Vor lauter Überlegen, was wir jetzt machen tun, ne? Aua, du Kacke, ihr Licht. Da, weg mit dir. Ka-changa. Bam. Jetzt komm. Sterben? Viech? Alter. Geht ja. Und dann nehmen wir noch die zwei Herrschaften damit und dann haben wir es auch schon geschafft. Fürs Erste. Bam. Ja. Und der erste ist kaputt. Und der zweite auch. Sehr schön. Dann haben wir davor noch einen Eisgolem. Den will ich auch noch schnell plätten. Da, schnell speichern. Ja. Triff mich nicht, triff mich nicht, triff mich nicht, triff mich nicht. Passt. Katschanga. Jawohl. Perfekt. Sehr schön. Ich hoffe, es gibt hier eine Schlafmöglichkeit. Was haben wir da? Einen Trank. Okay. Ich hoffe, dass es hier drinnen immer noch ein Plätzchen zum Schlafen für uns gibt. Das wäre jetzt echt super. Naja, umgestoßen ist halt sehr viel. Da liegt irgendwas aus. Also, okay, viel Wein. Eine Spruchrolle. Ja. Aber kein Bett. Ich hätte aber gern eins. Wacholder ist hier auch versteckt. Lederbeutel. Ein Bett. Sehr schön. Und Fisch. Gute Nacht, ihr Lieben. Oh, bis zum nächsten Morgenpennen. Oh, das ist super. Super. Einen Ring. Leichter Fisch. Einen Trank. Gibt es hier sonst noch was? Ja, da ist noch ein Fisch. Und da ist ein Echsenmensch. Oh, hallo. Zwei Echsenmenschen, wie mir scheint. Hallo? Au, du Scheißviech! Au, 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 au! Wir sterben? Das ist ja unglaublich. Mistviech. Passt, perfekt. Haben wir dein Paar doch noch zu irgendwas Sinnvollem umwandeln können? Ich gehe noch mal pennen. Ja. Oh, das tat gut. Sehr fein. Und dann werden wir aber im nächsten Part doch den Eisdrachen endlich sehen. Wir müssen nur ein Stückchen noch darauf hatschen. Und quasi dort, wo einst der riesengroße Haufen magischen Erzes lag, genau dort ist der Eisdrache. Na gut, ihr Lieben. In diesem Sinne, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!